Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Peptidsynthese. Ihr solltet einige Vorkenntnisse für dieses Video mitbringen. Ihr solltet über Aminosäuren bereits gut Bescheid wissen. Wissen, was Peptide sind. Die Begriffe Konstitutionsisomere, Sequenz und Primärstruktur sollten für euch gut bekannt sein. Ich möchte euch in diesem Video die Grundideen der Peptidsynthese vermitteln. Das Video ist in 5 Abschnitte gegliedert. Erstens Bedeutung, zweitens Probleme, drittens Syntheseverlauf, viertens chemische Synthese und Biosynthese und fünftens Zusammenfassung. Erstens Bedeutung. Jedes Peptid, jedes Protein verfügt über eine spezifische Struktur. Die Struktur eines Peptids steht in engem Zusammenhang mit seiner Funktion. Es ist bereits gelungen, viele natürliche Peptide im Labor zu synthetisieren. Dazu zählt das Insulin. Zweitens, Probleme. Nehmen wir die Reaktion zweier einfacher Aminosäuren, der Aminosäure Glycin mit der Aminosäure Alanin. Treffen die Moleküle in der richtigen... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung? Zu Hause.